Das Magazin Wirtschaftsfenster MV wird kofinanziert von der Europäischen Union. Ich begrüße Sie zum Wirtschaftsfenster MV. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in dieser Ausgabe unseres MacPomweit-Magazins berichten wir aus Schule, Kultur und einmal mehr auch aus dem Zoo. Im Schweriner Zoo sorgen europäische Fördermittel nicht nur für mehr Besuchsqualität, sondern natürlich werden auch die Bedingungen für die Tiere immer wieder verbessert. Das wurde in diesem Jahr mit Nachwuchs belohnt. Im Schweriner Zoo leben bereits seit 1981 Breitmaulnashörner. Diese mächtigen Tiere sind vom Aussterben bedroht. Aus diesem Grund ist es seit jeher ein Ziel, Nachwuchs zu gewinnen. Im Schweriner Zoo wurde zwischen 2015 und 2017 die Nashorn-Außenanlage vergrößert. Ja, die Anlage war vorher an gleicher Stelle, aber deutlich kleiner. Und die Zielstellung damals war zum einen für die Tiere mehr Struktur, mehr Raum zu schaffen, damit wir auch in eine gute Zuchtsituation kommen, besser als sie damals war. Und zum anderen wollten wir natürlich auch einen Mehrwert für die Besucher schaffen über verlängerte Wegeführung, spannende Einblicke, Aufenthaltsbereiche. Ja, das war die Zielstellung damals. Durch die Baumaßnahme konnte das bisherige Freigehege auf über 8000 Quadratmeter vergrößert werden. Besucherinnen und Besucher erhielten weitere spannende Einblicke in die Tieranlagen und zwei Aufenthaltshütten im afrikanischen Stil. Auch die Haltung der Nashörner zugunsten der Zucht wurde damit optimiert. Das Bauprojekt wurde mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung unterstützt. Ohne Fördermittel geht bei uns im Zoo leider, muss man sagen, im Grunde gar nichts, gar nicht in der Dimension. Also man ist ganz schnell in der Nähe eines Millionenbetrags oder auch mehrere Millionen. Und in dem Fall haben wir etwa 900.000 Euro bekommen an Fördermitteln. Ist essentiell und immer wieder gerne. Die Zielsetzung wurde erreicht und das Ergebnis hüpft seit 2023 über das Gelände und trägt den Namen Kia. Mitte des Jahres brachte die Mutter Clara das Nashornbaby zur Welt. Die Kleine ist wohlauf und entwickelt sich laut Zoodirektor prächtig. Platz und gute Bedingungen, die braucht es auch, um einen vernünftigen Unterricht anbieten zu können. Unser nächster Beitrag berichtet über eine Schulerweiterung in Grimmen. Die regionale Schule Robert Koch ist eine von nur zwei weiterführenden Schulen in der Stadt Grimmen. Da wundert es nicht, dass es für die Lehrkräfte und ihre Schützlinge in der Vergangenheit schon mal eng werden konnte. Wir befinden uns hier in einem Schulstandort, da werden an der regionalen Schule fast 600 Schüler beschult und es hat die Schule im Grunde nicht mehr genügend Kapazitäten, um tatsächlich alle Schüler hier am Standort ordnungsgemäß zu beschulen und auch die, was an so einer regionalen Schule auch immer ganz wichtig ist, Klassenstufe 5 bis 10, dass auch die Fachkabinette dann tatsächlich für den Fachkabinettsunterricht genutzt werden und nicht ausgewichen werden muss auf andere Räume. Um den Schülerinnen und Schülern eine bessere Lernatmosphäre zu bieten, entschied man sich dafür, das bestehende Gebäude mit einem Erweiterungsbau zu versehen. Doch bevor der erste Spatenstich gesetzt werden konnte, gab es noch so einiges zu tun. Bis wir tatsächlich im September 2021 mit den Bauarbeiten beginnen konnten, haben wir eine sehr lange Antragsphase hinter uns, die fast 2 Jahre gedauert hat, bis uns von Seiten der Behörden testiert wurde, dass wir ordnungsgemäß planen, dass wir wirtschaftlich planen und erst danach konnten wir anfangen zu bauen. Das ist eben dann September 2021 gewesen. Seitdem ist viel passiert. Der neue Erweiterungsbau ist entstanden und bietet jetzt Platz für 12 weitere Klassenräume. Und sogar 12 Teamarbeitsräume stehen den Schülerinnen und Schülern jetzt zur Verfügung. Zudem ist jedes Stockwerk mit neuen sanitären Einrichtungen versehen worden. Das umfangreiche Vorhaben erfordert auch umfangreiche Investitionen. Zum Glück gab es hier Unterstützung von verschiedenen Seiten. Wir haben ungefähr 9,3 Millionen Investitionsvolumen hier. Wir bekommen eine EFRE-Förderung von ca. 8,6 Millionen Euro, die hier eingesetzt werden. Das Land unterstützt uns mit Sonderbedarfen in Höhe von 1 Million Euro, sodass der städtische Anteil an dieser Gesamtinvestitionsmaßnahme ca. 1,4 Millionen Euro beträgt.
Das Einzige, was jetzt vielleicht noch auf sich warten lässt, sind die letzten Materiallieferungen und die Fertigstellung der Außenanlagen. Hier hat Väterchen Frost für einige Verzögerungen gesorgt, aber spätestens im Januar sollen die neuen Räume in Grimmen Platz zum Wachsen für die Schülerinnen und Schüler der Stadt bieten. Abschließend schauen wir jetzt nach Staffenhagen. Die Reuterstadt macht ihrem Namen alle Ehre und kümmert sich darum, den berühmtesten Sohn der Stadt und sein literarisches Erbe in Ehren zu halten. Fritz Reuter hat als Schriftsteller und als Persönlichkeit in vielen Städten seine Spuren hinterlassen. Doch nirgendwo wird er so verehrt wie am Ort seiner Geburt. Stolz trägt Staffenhagen seit 1949 den Beinamen Fritz Reuterstadt. Hier im alten Rathaus ist er als Kind des damaligen Bürgermeisters zur Welt gekommen. Heute befindet sich hier das Fritz Reuter Literaturmuseum. Seit Oktober 2022 leitet Thorsten Jahn die Geschicke des Hauses, das sich vollumfänglich mit dem Werk und Wirken des großen niederdeutschen Dichters beschäftigt. Er ist der Schriftsteller neben Klaus Groth aus Schleswig-Holstein, der das Niederdeutsche zur Literatursprache erhoben hat. Das heißt, er hat sozusagen auch nach Regeln geschrieben und er hat ein Sittenbild Mecklenburgs vorwiegend aus dem Blick der kleinen Leute beschrieben. Das hat ihn letztlich zum auflagenstärksten Autor seiner Zeit gemacht und er ist in Niederdeutsch, und das darf man nicht vergessen, das ist also sozusagen, das muss man auch erstmal schaffen, in dieser seiner Sprache in der Schweiz, in Österreich, in Bayern gelesen worden und in 13 Sprachen übersetzt worden. Unter neuer Führung hat sich das Haus auch ein neues Leitbild gegeben. So soll die Ausstellung interaktiver werden. Bereits jetzt kann man sich per Audioguide durch die Museumsräume führen lassen. Schon 2020 erhielt das Museum ein neues Beleuchtungskonzept. Unterstützt durch die Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung wurden Teile der Ausstellung auf LED-Technik umgerüstet. Ja, das ist natürlich total hilfreich, dass es eine LED-Beleuchtung gibt. A, ist die Lichtausbeute wesentlich höher, das heißt Gemälde und Exponate kommen viel besser zur Geltung. Und es ist natürlich ein Segen, in Zeiten hoher Stromkosten. Die Umrüstung auf LED wird weiter fortgeführt, denn die Ausstellung erfährt eine deutliche Erweiterung. In einem Nebengebäude sollen schon bald zwei große Archive einziehen. Wir übernehmen im nächsten Jahr, voraussichtlich im nächsten Jahr, das größte private Reuter-Archiv von Hans-Joachim Griefahn aus Berlin und parallel dazu das Archiv von Dr. Arnold Hückstedt. Und dann haben wir die Reuter-Rezeption von Ost und West. Das heißt, das eine war das größte Archiv der alten Bundesrepublik, das andere ist das Archiv des Direktors, der das hier aufgebaut hat. Und insofern können wir dann sozusagen diese Forschungsergebnisse von Ost und West zusammenbringen. Und das wird deutlichen Einfluss auf die Ausstellung haben. Schon jetzt umfasst das Museum über 23.000 Exponate, darunter 17.000 Bücher. Nun sollen die Bestände nach und nach digitalisiert werden. Viel Arbeit, die aber auch neue Möglichkeiten schafft, so zum Beispiel Ausstellungen in einer virtuellen Form. Ein virtueller Rundgang durch das Museum existiert bereits. Auch er soll 2024 ausgeweitet werden und dann zusätzliche Orte in Staffenhagen umfassen. Dies ist gleichzeitig ein Beitrag für ein neues Tourismuskonzept in einem wichtigen Jubiläumsjahr. 2024 feiert Staffenhagen 75 Jahre Reuterstadt, 75 Jahre Fritz Reuter Literaturmuseum. Und auch der 150. Todestag des niederdeutschen Schriftstellers fällt ins Jahr 2024. Und das waren sie wieder, unsere drei Beiträge aus unserem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Wirtschaftsfenster MV.